Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wins and Fails. Heute habe ich nicht mein Lipizzaner dabei, sondern Northwind, weil ich gerne beim New Hillcrest Championat mitmachen möchte. Das haben wir ja mit ihm schon getestet, mit unserem Lippi. Ganz kurze Anmod, denn jetzt muss ich mich beeilen, ich bin spät dran. Wir sehen uns gleich nach einem Cut wieder. Und auf geht's ins Championat. Oh, da hatten gerade entweder welche Disconnects oder haben noch die letzten Reiter auf die Igno gesetzt. So, mal schauen, wie es läuft. Ich bin das so lange jetzt nicht mehr geritten. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Wow. Interessant, sehr gut. Das war ja direkt mal ein sehr, sehr schöner Start. Nicht? Immerhin, diesen Part hier bekomme ich noch hin. Immerhin. Mal schauen, ob das dieses Mal wieder klappt, dass ich den Bienen ausweiche. Ich fürchte fast nicht, denn das hat ja bislang nur einmal geklappt. Und das letzte Mal, das war extrem Dusel. Das war wirklich ganz extreme Dusel. Oh, aber es hat wieder funktioniert. Das ist erstaunlich. Oh, weiter Northwind, weiter, weiter. Bislang sind die gar nicht so schlecht dabei. Wow. Diese Kurve, die ist so übel. Ja, da kann man drüber springen. Okay. Das habe ich mich bislang noch nicht getraut. Ich konnte mich bis auf den dritten vorkämpfen. Oh, oh, oh. Was habe ich denn da gerade für einen kleinen Hüpfer gemacht? Oh je. Sollen wir mal schauen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich eier mir hier einen ab. Man merkt echt, dass ich da schon lange nicht mehr geritten bin. Das heißt schon lange, aber schon länger. Schon einige Wochen auf jeden Fall. So. Aber bislang noch ohne größere, gröbere Fails. Es könnte immer noch schlimmer sein. So, hier an die Seite. Gut. Und jetzt hier. Wow! Nein! Nein, nein! Schaut mal, wie ich da immer noch auf 1 angezeigt wurde bis gerade eben. Interesting. Ich bin doch jetzt nicht, ich bin noch nicht Platz 4. Jetzt rutsche ich erst nach hinten ab. Okay, Platz 8 ist es geworden. Schade, bis zum Schluss war es ein sehr, sehr gutes Rennen. Ich wollte zu viel und habe dann nicht darauf geachtet, dass da ja ein Holz davor ist. Verflixt. Gut, nächstes Mal mehr, dann achte ich besser darauf, was da noch so vor mir steht. Aber ansonsten war das eine durchaus ansehnliche Runde, bis auf die letzten 50 Meter ungefähr. Da habe ich es dann definitiv versaut, aber macht nichts. Ansonsten bin ich recht happy, denn ich bin unten bei den Bienen tatsächlich nicht hängen geblieben. Und das war ja immer mein Knackpunkt. Wenn ich das jetzt jedes Mal hinbekommen würde, dann könnte ich eigentlich recht zufrieden damit sein. So, wen hatten wir denn da? Lucy Mysteryberg, Astrid Silentfield, Dina Shadowyard, April Silverrider, Maria Winterhill, Dusana Bunnystar, Siri Eaglebrook, Olivia Waterholm, Abigail Anderson, Olivia Moosebridge war auch dabei, dann reihe ich mich ein. Clarice Darkbart, Aneshka Dasklund, Jamie Darklake, ach, die Jamie war dabei. Auf Platz 4 die Lovisa Blue Valley und jetzt die drei Platzierten. Auf Platz 3 die Alina Wolfroad, auf Platz 2 die Nova Southburg und herzlichen Glückwunsch der Ronja Oldhill zu Platz 1. Gut, das war's dann aber auch schon wieder von den Wins and Fails. Mal schauen, wann der nächste Part kommt und damit macht's gut. Bis morgen. Tschüss.